Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Fall Guys, nicht Fortnite. Wir sind heute ein bisschen schlichter angezogen, ich hoffe, das stört keinen von euch. Man muss ja nicht immer mit seinem Geschenk von Prime Gaming flexen, habe ich recht? Mann, wäre das geil, wenn das ein Sponsorship wäre. So, Ritterparcours ist schon das erste Spiel, was wir spielen werden. Ich bin sehr zuversichtlich, sehr, sehr zuversichtlich. Die tödlichen Waffen schrecken mich kein bisschen ab. Okay. Äxte. Die gesteckten Donuts und da hinten die Rollen. Durch die Rollen kommt man irgendwie auch immer so durch. Ich weiß nicht, eigentlich müsste man da ja abwarten, aber... Okay, und die Zugbrücken da hinten sind sowieso kein Hindernis. Gut, lass mich spielen. Zweite Reihe, sehr guter Start. Ich glaube, wir laufen nach rechts. Alter. Das Geile ist, dass sich gar keine Gedanken machen, sondern einfach durchrennen. Wie in der Schule. Keinen Gedanken machen, einfach irgendwie durchkommen. Siehste? Kein Thema. Gar kein Thema. Jupp. Wir sind halt einfach Erster, ne? Oh, ein Cuphead-Skin. Als ob es sowas gibt. Wie cool. Muss ja definitiv mehr... ein bisschen mehr Geld reinstecken. Dass ich auch die coolen Skins bekomme. Wobei, auf der anderen Seite... Das ist auch ein bisschen lächerlich. Naja. Siehst du, genau das meine ich. Man kommt an der Seite immer noch durch. So. Mein erster Platz ist nicht mehr drin. Wo ist meine Goldmedaille? Gib mir meine Goldmedaille. Fucking Cuphead Tryhard. Aber wir sind drin als wunderschöner Vierter. Und das wunderschön beziehe ich auf mich selbst. Da warten wir immer noch auf Noobfass, Yannick und Vanidad Esquiva. Und Unmanned... Dame? Dame? Ja. Oh, er hat einfach den... Er ist als König unterwegs. Aber er kennt die Taktik. Oh, Mensch. Aber hey, beste 20. Wir brauchen keine Träne vergießen für die rausfliegen. Obwohl, lass uns kurz... eine Schweigeminute einrichten? Nee, irgendwie so... Salutieren? Nee, was? Ist egal. Als nächstes... verfolgt... ihr mir auf YouTube jetzt abonnieren, Daumen hoch und kommentieren. Und dann seid auch ihr große Fans. So geht's, überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Relativ simples Konzept. Hat man von Fall Guys so noch nicht gesehen, denke ich. Aber naja, ihr werdet das schon verstehen. Es geht darum, dass wir zur Ziellinie laufen müssen. Über die großen Fans. Hören Sie sich auch wirklich im Deutsch nichts Gutes ausdenken. Das heißt wahrscheinlich Big Fans oder sowas auf Englisch. Und da dachte ich, weißt du was? Da kriegen wir kein Wortspiel raus. Da bleiben wir einfach bei den Fans. Naja. Okay. Ah, scheiße. Das fängt ja super an. Ich glaube, es ist immer besser... Auf der gelben hätte es... Ah, komm, wir müssen, glaube ich, an der Stelle wirklich ein bisschen abwarten. Einfach einen Tee trinken. Oder halt versuchen, hier so rüber... Ja, doch, das geht. Haben natürlich einen enormen Rückschlag jetzt in Kauf nehmen müssen. Aber noch ist ja absolut gar nichts entschieden. Das Schlimmste ist immer, wenn man Leute in der Gegend hat. Die nerven nämlich unglaublich. 28. Was schätzt ihr? Sind das 28 Leute, die da vor uns sind? Beziehungsweise 27? Ich bin mir nicht allzu sicher. Oh Gott, gegen den Strom laufen ist halt auch echt nicht so clever. Eigentlich müsste ich immer hier so... Nö, ach komm, wo lande ich denn jetzt? Oh nö, oh nein, oh scheiße. Und du regst mich gerade total auf, Alter. Du bist hier total, läufst mir vor der... Ladusa, Alter, Junge! Was ist denn los hier? Diesmal wenigstens am Rand gespawnt. Da können wir noch rüber. Es ist noch keiner qualifiziert. Wir haben noch eine gute Chance eigentlich. Komm, Alter. Alter, der Time von der Musik ist mir halt vorher noch nie aufgefallen, ne? Okay, das sind doch nie im Leben ca. 30 Leute. Da können wir doch noch durch, oder? Wenn wir uns jetzt super gut anstellen. Okay, das war risky. Nein, oh, nö. Okay, es wird knapper. Es wird knapp und knapper. Nach dem berühmten Disney-Film. Ah, kacke, das war auch ein bisschen unnötig. Okay, aber ich glaube, wir können es noch gut schaffen eigentlich. Wenn wir jetzt nicht mehr verkacken, sind wir eigentlich drin. Zum Glück warten hier ein paar Leute. Zum Beispiel der Kollege hier. Lass dich knutschen. Muah. Da hätten wir ihm fast in den Ziellinie gedrückt. 13, das war gar nicht so knapp, ey. Wow. Dafür war das echt keine gute Runde. Naja. Du, Nationalfrog, hast einfach aufgegeben. Nee, anscheinend nicht. Okay.
Hä, oh, wo sind denn die ganzen Leute? Okay, so ganz hinten sind tatsächlich noch Leute. Krass, auch nö. Ja, du hast ja auch wieder draufgeglitscht, du Pantoffelkönig. Beste 50, sogar noch die besten 50%, stimmt. Hammermäßig, das läuft ja voll gut. Also, ja, doch, cool. Es bleiben noch genau 28 Spieler übrig. 2, 4, 6, 8, 10, ja, 11, 12. 12 sind rausgeschmissen worden. Doch, relativ viel. Okay, okay, okay. Was ist das denn? War das der Undertaker oder sowas? Lustig, 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 lustig. Der Skin, der da in der Mitte war. Blockparty, was ist das denn? Meide die wirklichen Wände und fall nicht von der Plattform. Okay, ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Und man muss sich einfach nur qualifizieren. Okay, es gibt quasi alle Gewinner sind auch erster Platz. Sehr schön. Ah, ja, 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 okay. Das sollte möglich sein. Wobei ich gerade überlege, ob die von zwei Seiten kommen. Egal. Da, 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 da. Da ist er. Da hat er gerade drauf. Das ist doch bestimmt irgendein Wrestler oder sowas. Ja, keine Ahnung. 3, 2, 1. Es geht los. Ach, er hält mich direkt fest. Ist das den, den wir nicht sogar ins Ziel fast gedrückt hätten? Naja, okay. Wow, was eine Herausforderung. Ist ja mega krank. Oh Gott, okay. Hier sind ein paar Schubsis unterwegs. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Die machen einem das Leben nochmal extra schwer. Und das ist einfach nur arschig. Das sind die Leute, die dir noch ein Bein stellen, wenn du denen gerade erzählt hast, dass deine Oma gestorben ist. Einfach schmutzige Menschen sind das. Naja. Kann man hier eigentlich auch Pech haben und in eine Lage kommen, wo man einfach nicht mehr weiterkommt, quasi, dass man so gefangen ist? Oh Gott, der will uns auch unterschubsen. Nicht allzu gut, nicht allzu gut. Ich hoffe, du fällst als erstes raus. Aber noch gar kein Thema. Wir gleiten hier durch wie nichts Gutes. Also schon wie was sehr Gutes letztendlich. Okay, jetzt verliere ich ein bisschen die Übersicht. Ah, okay, okay, verstehe, verstehe. Hab's gecheckt, keine Sorge. Einfach hier oben drauf laufen, da kann man auch einmal mal den hier machen. Sehr schön. Ist überhaupt schon einer rausgeflogen? Ach, darum geht's gar nicht. Okay, ich sehe es gerade. Wir müssen einfach nur die Minute noch überleben. Beziehungsweise 38 Sekunden. Kein Thema für uns. Wechseln mal kurz hier rüber. Oh, beziehungsweise doch, das ist schon... Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja dann doch ein bisschen anspruchsvoll. Nein, 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 nein. Als ob. Als ob. Von allen Spielen hätte ich nicht erwartet, dass wir hier rausfliegen. Ah, wir sehen uns in der neuen Runde. Und da sind wir schon auf der Suche nach neuen, mutigen Mitspielern in der Zahl ungefähr 60, beziehungsweise 59. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, die Wippen. Kein Fan, muss ich sagen. Kein Fan von dem Spiel, weil man immer sehr drauf angewiesen ist, dass Leute einem tatsächlich den Weg ein bisschen einfacher gestalten. Letztendlich muss man ja irgendwie zusammen und gegeneinander spielen, damit die Wippen... Auch Wippen. Ich bin bereit. Zeig mir, was du hast. Show me what you got. Das kann man nicht wirklich ins Deutsche übersetzen, wie mir gerade auffällt. Egal, egal. Oh, sehr gut. Also noch ist sehr ausgeglichen. Und da ist es schon vorbei. So, falls anfängt zu kippen, bist du eigentlich schon lost. Ja, eigentlich hier dürfen wir gar nicht mehr draufspringen, weil... Ja, wobei... Ah! Nein, bitte nicht. Ja, geht da alle rüber. Bitte, dann gehe ich hier. Komm. Ah, nein, Blechmann! Ich hätte schwören können, dass wir es darauf schaffen. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sind Zweitletzter. Da war einer hinter uns. Es kommen auch nur 39 Leute durch. Da fällen wirklich ein paar... Ist das normal? Ja, ich doch. Ich glaube, vorhin hatten wir auch ungefähr so eine Zahl. Egal. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, okay, okay. Mittlerweile sind wir halt so weit hinten, dass wir eigentlich ganz entspannt überall durchlaufen können, ne? Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ob das ein gutes Zeichen ist. Aber wir können auf jeden Fall gut aufholen. Das ist nicht das Thema. So, wie... Da gehen wir nicht lang. Da ist aber auch nicht viel besser. Okay. Ah, Mann, ey. Einer ist schon durch. Vespucci. Du hast meinen Respekt verdient. Aber, Alter. Was für eine Scheiße. Oh, bitte, ey. Oh, bitte. Weißt du, du ruinierst da gerade alles für alle. Acht Leute schon drin. Das sieht kritisch aus. Ich glaube, ein paar müssen wir jetzt auf jeden Fall noch überholen. Ansonsten sind wir einfach direkt nicht qualifiziert. Oh Gott, ja, das ist nicht optimal. Ich habe doch gesagt, ich mag das Spiel nicht. Mag es einfach nicht. So. Schön Gegengewicht machen. Wobei, da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Oh yeah, baby.
Wow! Oh, oh. Da, wow! Ja, das sah so aus, als ob ich irgendwas in der Luft noch festgehalten hätte, ne? War das auch gesehen? Billy B-Boy? Ich bin sehr froh, dass du der Letzte warst, der reingekommen ist. Der gute alte Billy B-Boy. Junge, was ist das denn für ein Dude? Okay. Also, es gibt schon einige weirde Skins auf jeden Fall. Naja, naja, naja. Wir sind keiner davon. Ich meine, das ist alles ganz normal. Da, 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 da. So, als nächstes haben wir dann nämlich das wundervolle der Schaltkreislauf. Ich bin in den Rennspielen auch nicht so gut. Egal, egal. Nein, nein, nein. Komm, so denken wir gar nicht. Wir wissen ganz genau, hier schaffen wir es durch. Wenn wir es nicht schaffen, schafft es keiner. Und das macht keinen Sinn, weil irgendwer muss es ja schaffen. Deswegen schaffen wir es. Yes, yes. Wir sind gut dabei. Wisst es. Wisst es einfach. Okay. Meine Taktik wird sein, als schnellstes ans Ziel zu kommen. Und ich denke, damit fahren wir ganz gut. Oder sollte ich sagen, laufen wir in der letzten Reihe. egal, egal, egal. Das muss noch gar nichts heißen. So, die hier kann man, glaube ich, verschieben. Aber hier kommt man auch einfach so durch. Das heißt, das hier verschieben. Sehr schön. Hier, yeah, quetscht, Leute, quetscht! Quetscht! Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das kann man, denke ich, so sagen. Hier, Springi. Ja, sehr gut. Man kann hier auch mal ein bisschen stolpern. Das ist gar keine Sache. Okay, das sollte vielleicht nicht passieren. Alter, wir haben ja das beschissene Timing aller Zeiten. Reg mich nicht auf, Junge. Reg mich nicht auf. Bitte. Bitte. Alter. Okay, das lief wirklich furchtbar. Aber dann kann es nur besser werden. Okay. Geht die hier runter? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Kriegst du uns da vorne? Das ist auch sehr gut. Oh, yeah. Können wir vielleicht hier so rüber? Nein, okay, alles klar. Das hätte ich auch nicht versuchen sollen. Mist, 24 Leute. 24 Leute. Oh, guck mal. Na, ah, das war auch nicht so gut. Oh, nö, ey. Ah, nein! Oh, bummst mich doch. Okay, okay, sehr gut. Sehe ich jetzt nicht so unbedingt, dass wir hier definitiv clean rauskommen. Aber hey, man kann es ja immer nicht genau wissen. So, wir nehmen denselben Weg wie vorhin, weil der muss ja frei sein, letztendlich. Überholen hier ganz, ganz easy den orangen Bruder da. Oh, jetzt haben wir ein gutes Timing. So, komm mal noch, damit kann man noch arbeiten. Okay, einmal nochmal rum. Ehrenrunde. Müssen wir drehen. Und kommen damit sehr gut raus. Jetzt hier, so. Alter, hier ist aber auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bitte sei du die Nächste. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, der Erste hat es durchgeschafft. Das heißt für uns noch gar nichts. Hier kommen wir rüber. Nein, hier kommen wir nicht rüber. Er hat umgeschaltet. Scheiße. Okay, okay, okay. 8 Leute sind drin. Ich glaube, das schaffen wir. Wenn wir jetzt hier nicht super verkacken. Warum bin ich denn gestolpert? Was war da? Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, Alter. Diesen Hellsprung muss ich besser timen. Aber oh, wir haben es durchgeschafft. Yes. Beste 50. Beste 50? Wirklich? Also wie viele sind wir reingekommen? Naja, egal. Eine weitere Runde, dass wir drin sind. Wird das hier vielleicht schon der Sieg? Eventuell? Eventuell? Wir sehen's! Beim nächsten Spiel. Ob wir weiterkommen? Und als nächstes spielen wir das grandiose Spiel, in dem wir natürlich super gut sind. Wolkenschleimkratzer. Ah, okay, okay, okay. Vom Konzept kenne ich's. Das ist wieder so ein Ding, wo man theoretisch... Kommt da Schleim? Ja, ja, okay. Von unten kommt Schleim an. Wir müssen halt langsam diesen Weg hochlaufen. Ihr seid damit wahrscheinlich eh besser vertraut als ich. Aber von daher, da müssen wir hoch. Ja. Ich bin mal gespannt. Wie viele Leute schaffen es denn jetzt überhaupt noch? Wie viele sind wir denn in der nächsten Runde? Oder gibt's hier keine Angaben? Eins los? Anscheinend nicht. Das ist ja komisch. Okay. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es so gut ist, sich von den Dingern boosten zu lassen. Ich glaube, da sind wir tatsächlich schneller, wenn wir einfach gehen. Ach Leute, Alter. Ihr wollt doch nicht wirklich sagen, dass ihr mich jetzt da runtergeschubst habt. Also das Schlimmste an Vollgas sind ja mal sowas von die anderen Spieler einfach. Das ist ja sowas von... Oh, das ist doch sowas von scheiße. Oh, nö, ey. Okay, jetzt müssen wir hier wieder warten. Alter. Bitte! Oh mein Gott, wir sind aber schon ausgeschieden. Ich hab so eine Wut. Oh mein Gott, was für eine Scheiße. Was für eine dumme Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Ja, gut, ey. Oh, wir sehen uns in der nächsten Runde. Vielleicht sind wir auch einfach wieder zu gewinnorientiert. Vielleicht sollten wir mal denken, von wegen, oh,
haben es bis dahin und da geschafft. Ja, ist ja ganz lieb, ist ja ganz schön, ist ja blablabla. Aber nein. Wir wollen natürlich nur den Sieg haben. Ist das die richtige Einstellung fürs Leben? Weiß ich gar nicht. Kann ich nicht genau sagen. Naja. Dschungeljump? Ich habe irgendwie Dschungelcamp gelesen. Keine Ahnung warum. Naja. Lass mich von den Träumen hochschleudern, um die Ziellinie zu erreichen. Meine Expertise. Junge, das wird unsere Runde. Sowas von. Okay, da sind wir, da haben wir's. Es wäre so schön, wenn es so Parcours. Ich meine, okay, jetzt nicht mit dem in die Tiefe fallen oder sowas. Aber so Takeshi Castle-mäßig. Oh, ist eine Reihe. Parcours in echt. Alter, ich hätte so Bock. Das wäre so cool. Aber gut. Das gibt's dann wirklich nur im Fernsehen. Ich weiß nicht. Ich rede auch nicht von diesen komischen, von diesen Trampolinhallen oder sowas. Weil die haben meistens nicht so cooles Zeug. Die haben meistens nur Trampolins. Trampoline? Trampolins? Wie ist denn die Mehrzahl? Och nö. Als ob das jetzt die fatale Misskalkulation war, die uns den Sieg kostet. Ja, ich glaube, so dramatisch war es nicht. Hier sind ja in der ersten Runde noch einige Loser drin, die direkt rausfliegen. Sind wir heute schon mal als Erste rausgeflogen in der ersten Runde? Ich meine, irgendwann schon mal bestimmt. Scheiße. Komm schon. Stell dich nicht so an. Ich glaube, das Ding war... Ach, warte, gehen die hoch und runter? Ich dachte, man springt einfach unterschiedlich hoch mit der Zeit, wenn man da lange drauf bleibt. Scheiße. Oder? Vielleicht ist es auch wirklich so. Alter, da hat uns doch jemand blockiert. Leute, ihr macht mich schon wieder sau wütend, ey. Das Spiel ist echt nicht gut für meinen Blutdruck, Alter. Nicht, dass ich damit Probleme hätte, aber heilige Scheiße. Okay. Komm, wir nehmen den Schwung mit. Zacko. Yes. Nein. Oh. Jetzt stirb doch mal endlich, Alter. Kannst du doch nicht ewig rumbumsen. Da haben wir's. Wir haben's nicht. Wir haben's einfach nicht. Es können noch 7. Oh mein Gott, es können noch 5 Leute rein. Okay, 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 okay. Bitte sag mir 3 Leute. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Oh mein Gott. Wir sind die Loser-Bohne aus der ersten Runde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sehen uns in der nächsten Runde. Ich habe die Faxen so dicke, Alter. Ich habe sie so dicke. Partymeile. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gespielt habe. Wenn wir hinter uns noch reinzuziehen. Ja, wow, super beschrieben. Danke dafür. Wie wär's, wenn du mir mal die Map zeigen würdest, ey? Oh, komm, richtig ab. Ist in Ordnung. Jetzt haffen. Haffen? Jetzt schaffen wir's. Okay, okay. Ich check gar nichts. Ich denke, das würde sehr viel mehr Sinn machen, wenn wir gleich einfach starten. Vermutlich, hoffentlich. Und wo starten wir eigentlich? Okay. Ja doch, ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Dann entscheiden wir uns einfach mal für die linke Röhre. Und hoffen, dass wir irgendwie reinkommen. Hui! Ja! Und jetzt? Was denn jetzt? Ich schätze mal, wir sollen da durch. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, das macht wahrscheinlich gleich alles viel mehr Sinn? Bin ich noch nicht an dem Standpunkt, wo ich das wirklich sagen könnte. So, okay, da hatten wir auf jeden Fall ordentlich Glück. Aua! Der hat mich abgewasserbombt! Oh Gott, guckt euch die Kanone an. Heiliges Kanonenrohr. Aua, Menschenskinners, ey. Was ist denn bei euch los? So, hier muss ich einfach runterspringen? Aha, verstehe, verstehe. Das ist schon aber echt lustig aufgebaut, tatsächlich. Oh Gott, Wasserbomben. So ein bisschen wie Mario 3D Land, ne? Okay, hier hochziehen, oder was? Hä? Oh, lol, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, ey? Uhu, nice! Okay, kann man auch da einfach rüberlaufen? Okay, ich mach's mal lieber nicht. Keine... Nein! Kein Risiko, jetzt gehen wir sowieso da lang. Oh, wie geil ist das denn, ey? Ich weiß nicht, warum das so viel Spaß macht, aber das macht ja richtig Spaß. Oh, ich hätte mich gerne an der Trapez festgehalten. Aua, was soll das? Ich wusste nicht, dass ihr das könnt. Lass mich da rein, lass mich da rein, lass mich rein. Und wir sind drin. Ich glaube sogar unter den besten 50% auf jeden Fall, oder? Ich hab's nicht genau gesehen. Aber The Bear zeigt euch jetzt, wie man das richtig macht. Ja, nee, okay, er hat's auch nicht bekommen. Aber ich meine, er ist nach uns reingekommen. Er ist definitiv schlechter als wir. Ganz objektiv gesehen. So wie der Käse Among Us Papa Bear. Papa Bear, willst du mich verarschen? Ja, beste 50%. Okay. Alter, das sieht doch schon mal, das ist nach meinem Geschmack, ey. So kann es weitergehen. 42. 42 der besten Fall Guy-Spieler aller Zeiten seht ihr hier. Aller Zeiten.
Ja, ich stimme dir zu. Rollfeld. Rollfeld, Rollfeld. Kann super gut sein, kann aber auch sehr schlecht sein. Ich wüsste halt wirklich gerne, wie lange wir hier überleben müssen. Oder es geht nach Qualifikation. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte wahrscheinlich sogar eher der Fall sein. Ich bin mir nicht sicher. Das sind da 42 Leute. Ganz schön viele Among Us-Leute hier. Was? 5 Stück? Naja. Okay. 16. 16, warte, 16 müssen ausscheiden. Das ist aber relativ viel, oder nicht? Okay. Ach, und wir werden gleichzeitig abgeschossen. Was ist das denn? Das ist ja super schwierig. Ist man da nicht am besten so hinter so einer Wand oder so? Ja, okay. Also eine Wand zum Auffangen hat man auf jeden Fall immer am besten da. Und achten, dass man in der Mitte bleibt. Das ist ja das schwierigste Spiel aller Zeiten, oder was? Diese verdammten Blaubeeren, Alter. Ich könnte ausraste. Okay. Schießt ihr jetzt nochmal? Warte, hier bin ich auch sicher, glaube ich. Okay. 6 sind draußen. Leute, wenn ihr jetzt einfach ganz schnell rausfliegen könntet, das wäre halt wunderbar, ne? Oh, sie schießen. Ah, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe das nicht verdient. Bitte. Okay. Warte mal, ich hätte auch auf die Seite gehen können. Ah, egal. So weit habe ich nicht gedacht. Ah, stimmt. Ein Rollrohr bringt uns sehr hoch. Okay, noch. Alter, lass mich los, du. Alter. Du. Ich bin so stinkig wütend auf den. Ich hoffe, der fällt raus. Oh. Okay, wir verstecken uns hinter der Wand, weil jetzt gibt es wieder Geschieße. Okay, nein, die Wand ist zu weit weg. Ich kann das nicht retten. Aua, Erdbeere! Ich will wirklich sie. Gib mir den Sieg, bitte! Zwei Leute rausschmeißen und wir werden nicht einer davon sein, weil hier schießen die auch gar nicht hin. Oh Gott, oh Gott! Bitte, zwei Leute! Zwei Leute müssen rausliegen! Hallo, das ist doch machbar! Man kann doch mal einfach mal jetzt sterben, oder nicht? Nein! Oh mein Gott! Alter, ich hab mich gerade ein bisschen eingepullert. Ach du. Boah! Okay. Okay. Und so eine super schöne goldene Medaille. Mehr kann man sich einfach nicht wirklich wünschen. Komm, schmeiß alle Among Us-Leute raus. Bitte. Einer. Nur einer? Was ist das? Diese scheiß Armee von Among Us-Typen, ey. Ich weiß nicht, aber das ist doch eine Gang. Das ist doch eine Bedrohung fürs Allgemeinwesen, oder nicht? Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel Aufregung für mich. Als nächstes folgt Schneeball-Überlebenskampf. Das ist doch in Ordnung, oder nicht? Aber auch wieder so ein Spiel, wo man eine Goldmedaille kriegt eigentlich, wenn man gewinnt. Das ist halt ein guter Motivator, ne? Das ist die Motivation, die ich brauche in meinem Leben. Und je nach Stage können wir da auch gut durchkommen. Ja, doch. Ist die Frage ein Schneeball oder zwei Schneeball? Was werden wir kriegen? Aber ich denke, da habe ich den Rundumblick. Das passt. Leute. Leute, glaubt an mich. Schickt mir jetzt eure Energie. Also, das war ein bisschen weird, wenn man Dragon Ball nicht kennt, aber naja. Eins, da kommt definitiv noch ein zweiter, ja. Wenn es drei. Nee, okay, zwei. Okay, wir müssen es einfach immer nur so schaffen, dass wir beide im Auge haben. Ich denke, das ist es. Okay. Okay. Ich meine, noch war das echt kein schlimmer Fehler. Die sind aber auch so weit auseinander, das macht es wirklich schwierig. 30 Sekunden. Okay, es geht nach Zeit. Das macht es irgendwie ein bisschen besser. Hat mich gerade schon wieder jemand festgehalten? Ich raste aus. Ihr seid die Schlimmsten. Ihr seid einfach die Allerschlimmsten. Ich würde sowas nie machen. Ich meine, ich habe sowas schon mal. Ich glaube, einmal habe ich einen rausgeschmissen, aber. Oh Gott. Aber das war ja auch. Das war Notwehr, müsst ihr wissen. Oh, es sind aber auch wirklich einige rausgeflogen. Nähern wir uns da. Du Arschloch! Du Riesenarschloch! Das hast du so verdient! Das hast du so verdient! Oh mein Gott, bist du ein Wichser! Ich fasse es nicht! Überlebt! Dritte Goldmedaille im Spiel, danke dafür! Alter! Das war Instant Karma! Heilige. Wow! Oh mein Gott! Und wir sind halt einfach. Wir sind 8 Leute. Ist das schon Finale? Ist das eine finale Runde? Ist das die Runde, in der wir vielleicht das Finale gewinnen? Ey, solange es nicht dieses Schweifspiel ist, bin ich halt so fein damit, ne? Es ist auch gar nicht so schlimm, wenn wir das verlieren, aber dieses Schweifspiel, das will ich nicht spielen. Bitte, bitte nicht. Oh, weggehext. Und es ist das Finale. Sehr schön. Also immer, wenn wir so einen bunten Teil berühren, dann fällt es hinter uns weg. Und wir müssen halt so lange drauf fallen wie möglich. Ich denke, das sollte machbar sein. Leute, willkommen im Finale. Da sind wir endlich.
Nach kläglichen Misserfolgen haben wir es geschafft. Wir und 7 andere Leute. Das wird ein Mordsgaudi, Alter. Allein hier oben bleiben wir einfach schon als Längster, fast als Längster. Ja, okay, guck mal, die Ebenen sind am Anfang sogar noch ein bisschen kleiner als sonst so, ne? Aber wir bleiben oben. Wobei ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass wir hier lange oben bleiben, solange wir sicher auf der nächsten Ebene landen. Ich weiß es nicht. Es könnte auch schlau sein, als Taktik relativ schnell weit nach unten zu kommen, so. Damit man schon mal was wegmachen kann. Auf der anderen Seite, da ist halt kontrollierte, keine Ahnung, ey. Wir spielen jetzt halt einfach, dass wir oben bleiben, so gut es geht. Das war zum Beispiel halt jetzt vom Gefühl her nicht allzu gut. Wir machen mal in der Mitte einiges weg, weil da fallen wahrscheinlich die meisten Leute durch. So fies sind wir dann einfach mal. Ja. Ich sehe unsere Chancen ganz gut. Sage ich, wie es ist. Du, dich schneiden wir mal schön ab. Okay, da hast du es vom Tempo so ein bisschen drauf, leider. Weißt du was? Ich verschwinde. Ich möchte keinen Stress. Komm schon, lass mich doch einfach in Ruhe. Du willst mich jetzt rauswerfen, oder was? Du Sau. Ich lass das nicht mit mir machen. Kannst du vergessen. Kannst du so vergessen, ey. Ich bin der Wechselgehext-Profi. Und das lass ich mir nicht nehmen. Okay. Ich glaube, wir sind tatsächlich ganz gut dabei. Da sind auf jeden Fall ein paar unter uns. Also einen habe ich gesehen. Ja, sehr gut. Er entscheidet sich für den richtigen Weg. Wir zögern einfach ein bisschen raus. The inevitable. Oh Gott, da unten ist halt einfach schon ein kompletter Durchgang. Oh, Leute. Ich werde sterben! Okay, die da unten, die sind auf jeden Fall des Todes. Ich denke, wir sind hier ganz oben. Ich gucke nicht mal nach anderen Spielern. Komm, wir machen einfach unser Ding. Da stört uns auch niemand bei. Wir nutzen hier einfach die Felder aus. Ah, und da kommt dann so ein Chaos-Mann, der uns das alles ruiniert. Scheiße. Wir haben nicht mehr allzu viele Felder zum Ausweichen. Und wenn wir runterfallen, sind wir halt auch sehr gearscht. So wie er hier zum Beispiel jetzt gerade. Wir haben 2 auf einmal aufgebraucht. Nein! Oh nein! Das war das richtige Finale. Es wäre nur noch er gewesen. Oh, Mist! Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ah, GG. Gutes Spiel, Angripper oder Angriper Springbohne. Damit kann ich leben. Ich meine, es tut schon ein bisschen weh, aber hey, vielleicht klappt es ja in der nächsten Runde. Wenn ihr Bock habt auf weitere spannenden Runden Fall Guys oder Fortnite oder Isaac oder was auch immer ich noch was mache, dann bleibt dran. Ich würde sagen, dann guckt euch andere Videos von mir an. Da gibt es nämlich noch zuhauf und abonniert und ich meine, ich habe schon alles gesagt, was man sagen muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, wow.